Hallo und herzlich willkommen zurück zu Okami in der Höhle von Rochi. Bahnen wir uns unseren Weg. So. Wir sollen 4 verschiedene Zutaten sammeln. Eine Ogerleber haben wir schon. Mehr brauchen wir noch. Ha! Getcha! Tö. Wir laufen im Kreis, So, hier sind ganz unten. Ah, guck mal ansehen, ja. Ach, guck mal, da hinten kommen wir auch noch rauf. Sehr schön. Ist hier irgendwas unter diesen Eisenstein oder wie auch immer man es nennen mag? Eine Gurke, Äpfelchen. Na gut, da bringt das jetzt nicht so viel, ne? Aber wir kommen hinauf. So, das heißt alles nur für die Leber. Beeindruckend. Hm. Ja, muss ja ein bisschen umschauen hier. Zack, 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 zack. Warum sagt mir das Spiel, ich soll hier hinkommen? I don't know. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Du hast eine Zutat gefunden. Ey, Bewohnerin, ich mal kurz. Hoho, Puderquaste? Oh, der lieber Jeben. Hehehe, mit dir Zutat, die ich hinzufüge. Zum Liebe für Lord Rocky Waxham. Ja, aber warum fällt mich das jetzt hier rein? Da ist doch nichts. Jo, ho. Kommen wir noch weiter nach? Ach so, guck mal hier, der hat einen Pfeil im Kopf. Ja, du. Hey Leute, hier ist noch die Speiseglocke. Oder auf sich läuten, bevor die Vorspeise fertig ist. Leute, Woche wird uns alle bestrafen, wenn sie zu früh geläutet wird. Aha. Ich krieg sie nicht zu schnitten, aber naja. Die sind beide irgendwie tot. Vielleicht muss ich das ja so machen. Wer weiß. Noch mehr hier unterwegs? Nein. Nee, bringt mir nichts. Ich muss da, also laut Karte muss ich da rein. Nur, da bringt mir ja gar nichts, weil ich kann ja kein Feuer benutzen. Ich kann doch kein Feuer benutzen. So, wir waren ja hier oben durch den Gang reingelaufen, richtig? Genau, wahrscheinlich nämlich hier. Wo uns übrigens das Spiel nochmal hinführt. Aber weiter rauf kommen wir nicht, ne? Da oben. Ah, doch, da oben. Da oben. Ha! Plomp. Huh? Bist du immer was aus, mit deiner Pause zu essen? Nun, such dir was aus, aber versuch nie was auszuhauen. Nee, nee, nee. Ein Käuferteufel. Spiegel mit dem Licht der Unendlichkeit, richte das Böse. Aha. Nee. Ich
Viecher können wir auch alle verkaufen, oder? Ja, die Pizzen lasse ich mal, die man nur einmal kriegt. Nee, ich kaufe den nicht. Das ist wieder Feuer. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem ganzen Feuer? Na, guck mal, geht weiter hinauf. Plopp. Vielleicht ist das Symbol zwar richtig, aber in der falschen Ebene. Denn ich halte ja noch gut ein Stück rauf zu latschen, zu gehen. Gefahr, nicht die Genug nutzen, sie ist außer Betrieb. Wenn ich ein Schild wie dieses sehe, dann möchte ich immer genau Gegenteil davon tun. Ich schätze, ich sollte meinen Titel dazu ändern zu Ich der Vorstoße. Ja, nur ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann ja kein Feuer machen oder sowas. Da sind wir raufgekommen. Da ist der Händler. Da unten waren wir schon drin. Weil da unten waren wir ja auch schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er zeigt mir hin, ich soll da hinten lang latschen, aber da ist ja nichts. Da ist ja nur das Eis. Aber sonst ist hier nichts. Oh! Ich habe die Karte bekommen. Oh, das tut mir sehr leid, dass ich das abgebrochen habe, aber naja, ist zu spät. Wir müssen doch da rein. Naja, ich hatte mir schon. Na, ist egal, komm. Ich hatte eigentlich schon gelesen, aber ich glaube, so wichtig war das jetzt eh nicht. Außer, dass wir eine Karte bekommen haben, was ich dann schon wieder sehr interessant finde. Ja, Hallo? Dankeschön. So, also wieder nach oben. Ah, hat sogar geklappt. Hätte ich nicht gedacht. So, hier soll also eine Zutat sein. Aber hier waren wir doch gerade drin. Ups. Wer hätte die Brücke nochmal kaputt gemacht? Amy, du bist wirklich schwer, als du aussiehst. Mit deiner Macht bist du wohl mit einer kaputten Brücke fertig, oder? Aber warum machst du mich vorher erstmal eine Diät? Ist ja schon gut. So, ganz. Es hilft uns nur nichts. Jetzt ganz oder nicht? Es bringt uns erst einmal gefühlt wenig, weil wir nicht durch das Eis kommen. Ja, ich weiß nicht so wirklich, was zu tun ist gerade. Wir brauchen einen Schlüssel, das ist klar, aber wo kriegen wir den her? Da hinten ist der Händler, da ist aber auch zu. Da geht zu Kanone, die wir nicht benutzen können. Dahinter, wo wir nicht hinkommen, ist noch was. Da oben in Ebene 3, wo wir nicht hinkommen, ist auch noch was. Ach gut, da hinten ist eine Blüte. Wo kommt die denn her? Die eben auch schon. Ach, das ist diese Blume. Was ist denn mit dir hier? Kannst du mir helfen? Schluck. Jetzt, wo das Wasser da unten verschwindet, bin ich doch überrascht, wie tief sie geschacht ist. Ich kriege auf einmal gleiche Knie. Der Aufzug wird unten auf dem Grund zerschellen, wenn ich diese Kurve nicht festhalte. Also solltest du mich persönlich ablenken. Kapiert?
Okay. Er kommt wieder rauf, aber nicht weiter. Ach du schon wieder. Aha. I understand. So, ich habe den Weg gefunden. Yay, war ja gar nicht schwierig oder so. Na dann wissen wir ja, was zu tun ist. Nicht wahr? Lass mal los. Loslassen. Loslassen. Loslassen, habe ich gesagt. Hast du nicht gehört? Und wer bist du? Ich mache die Tür hier. Junge, ich liebe diesen Job. Das macht das Leben so lebenswert. Ach, ich habe jetzt neulich eine besondere Mechanismus in der Tür eingebaut. Jetzt ist es wirklich schwer, die Tür zu öffnen. Der Anblick, wenn jemand mal versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Du bist komisch. Was war das? Wie, wo, was? Hä? Vier Augen. Sollt ihr sein. Und vier Augen. So, mein Freund. Komm her. Schnipp, schnipp, schnibbeli, schnipp. Schnipp, 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 schnipp. Hey! Schnipp, schnipp, schnibbeli, schnipp. Schnipp, 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 schnipp. Hey! Da oben geht's noch lang. Aber wo geht's denn hier lang? Naja, eigentlich nur hier rauf, ne? So. Du. Kompliziert, ja? Sehr. Mal wieder Feuer. Aber, was ist mit dieser weißen Statue? Es ist wirklich ganz schön kalt hier. Emil, das ist keine Gewöhnlichkeit hier. Das ist irgendwie unheimlich. Ich wette, es sind Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Was bist du? Ein München. Hallo, hallo, ein Mund im Rade. Ja, da kannst du ruhig langfahren. Ey! Ach, Mann. Ach, ich sehe das überhaupt nicht. Ach, Mann. Du weichst doch aus. Aha. Kaputt. Schloss hier. Mit lustig, du Rat. Ja, Zeit und Schaden war total Grütze, aber naja, was sollen wir machen? Wir haben es geschafft und der Feuervogel wird befreit. Dieser Phönix ist nur eine Statue, stimmt's?
Ich meine, es sieht aus, als ob er jeden Augenblick abheben würde. Und eine Konstellation erscheint. Wie erwartet. Das heilige Feuer, es wird unser sein. Ach, da unten. Wie ungeschickt, da ist ja auch noch ein Stern. Und der Phönix, der Feuervogel. Oder was auch immer, wie ein Vogel er ist. Er kommt zu uns. Der Gott des Feuers. Aber draußen. Quell alles Guten und aller Mutti. Hier verbannt von den Kräften der Finsternis. Habe ich viele Jahre in der Höhle verbracht. Die Zeit verging. Aber ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, der mich hier band, gebrochen. Ich, Moegami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Flamme und Brenner, ein Quell des Lichts in die dunkle Finsternis. Burn, baby, burn! Mit der Feuer der Sonne schaffen wir das alles hier. Hätte nicht gedacht, hier einen Pilzgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Moegami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott. Seine Technik ist hier als Inferno bekannt. Es verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll unser nächstes Opfer sein? Ich weiß, das Eis da drüben. Hör zu, Amy. Inferno basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich ziehen. Die Kraft des Feuers wird auf die Bahn des Strichs gezogen und erzeugt ein Inferno. Aber Taten zählen mehr als Worte, also probier es einfach mal aus. Zieh den Strich von der Flammenstatue zum Eis hin. Burn, Ace, burn! Du hast es geschafft, Fellknäuel. Das ist aber eine bechheiße Technik. Er wird vielleicht nur ein paar Schuppen von Rochi absenken, aber es wird knusprige Monster aus seinen Untergebenen machen. Oh, jetzt können wir so viel hier machen. Wir haben ja so viele eisige Truhen gefunden. Moegami. Zum Beispiel hier. Burn, Bitch, burn. Bitch, was? Hat keiner gesagt. Habt ihr euch verhört? Nee, sowas sag ich nicht. Hallo? Und wir halten Tittenstein. Und was bist du? Eine kaputte Vase. Du auch. Plopp. So gehe ich kaputte. Oh, ein bisschen Leben. Können wir immer gut gebrauchen. Hey, schon lange, dass jemand hier vorbeikommt. Ich habe schon Sorge gemacht, dass die Kurbel zu rosten anfangen würde. Nun, dann lass uns mal das Ding hochkurbeln. Hui! Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier auskommen. Da vorne. Achso. Hallo? Hallo? Ich will mit! Aber ich wollte doch mit! Ah, ist wieder unten. Na gut. Na dann, hier. Lalala, lalala. Ich fahre auf dem Aufzug. Ich fahre auf dem Aufzug. Der Aufzug bringt mich nach oben. Der Geist jedoch nicht. Ich bin am Aufzug, ich bin am Aufzug. Es geht langsam hinauf. Ich drehe mich im Kreisel, denn ich bin ein Wolf. Hui. Sieht gar nicht bescheuert aus. Hui, hui, hui. Ja komm, guck mal ein bisschen schneller hier, mein Freund. Wo sind denn jetzt, wo kommen wir denn jetzt hier aus, sag mal? Aha. Wir kommen von hinten an das Feuer. Waren auch.
auf hier. Kann ich eigentlich die beiden verbinden? Es geht, es geht, es geht, es geht. Na ihr. Ha! Burn, baby, burn! Ja, und schon ist es um einiges einfacher. Yay! Ja, das war ja mal einfach. Yay! Erhalten Lippen aus Eis. Weiche Lippen, die Natutas für Rorys Vorspeise. Tja, liebe Freunde, und ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz kurz oben speichern. Das war's nämlich für diese Folge. Wir haben jetzt schon zwei Zutaten. Wir haben jetzt das heilige Feuer. Und wir können das nächste Mal quasi wieder ein bisschen zurücklaufen, um alles zu finden, was wir brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag nur, ciao.